Und jetzt drehen sich aber alle um im Restaurant und schauen, hey, wie reagiert der Philosoph? Und Sokrates, voll cool, ja, legt die Gabel weg, legt das Messer weg, schaut diesen Kellner ganz lang an und nach einer endlosen Pause hat Sokrates dann nichts mehr gesagt. Man nimmt an, er war baff. Es ist ihm nichts eingefallen. Also eine sehr schöne Geschichte über die Grenzen der Philosophie. Ja? Von, wer war das? Platon, ich weiß schon wieder. Von Platon gibt es eine ähnliche Geschichte. Platon war ja ein uneheliches Kind von einem Sklaven, ne? Also ein Prolo. Und die Athener Bürger haben ihm das ganz schön spüren lassen. Und da sitzen die wieder mal in Athen auf dem großen Versammlungsplatz, kennen Sie sicher, Forum Romanum. Sitzen, na, das heißt anders, wie heißt das? Agape? Na. Angora, danke vielmals. Angora, man muss sich das merken mit diesen Angora-Katzen. Nicht für den streunenden Katzen im alten Athen, die Angora-Katzen auf der Angora. Ich glaube, diese Katzen, die seinerzeit in der Nacht die Soldaten geweckt haben. Berühmte Geschichte. Und da, jetzt wird's eng. Und da sitzen die alten Griechen, es ist Sonntagnachmittag, Autowaschen ging noch nicht. Was haben die gemacht? Berühmte Freizeitbeschäftigungen im alten Griechenland, Knabenliebe. Ja, da könnten Sie ruhig ein erleichtertes katholisches Auflachen riskieren. Gott sei Dank, wir haben es nicht erfunden. Es war schon vorher. Und genau, die sitzen da, die alten Griechen. Ich weiß nicht genau, was die gemacht haben. Vielleicht haben sie Souvlaki getanzt oder es war ein Dia-Vortrag über Österreichs Bergwelt. Wurscht. Jedenfalls sitzen die alten Griechen da und einer sagt zu Platon, oh Platon, sagt er, was ist dein Vater? Und Platon sagt ganz schnell, mein Vater ist Rindsgulasch. Und jetzt merken wir, dass das eine völlig andere philosophische Schule ist als Sokrates. Ja? Platon, Spontanphilosoph, jeden Scheiß raushauen. Wo ich auch herkomme, die Schule. Ja? Sokrates, eher zurückhaltend. Lieber die Fressen halten, damit niemand merkt, wie dämlich man ist. Sie, taku ist es, nicht? Wir verstehen uns, man ist es, nicht? Brauche ich nicht weit ausführen. Quod licet Jovi, non olet. Nein? Ganz klar, Panther, Reh, auf Deutsch der Panther und das Reh, also Yin und Yang. 333, Isoskellerei, brauchen wir nicht weiterreden. Im Originaltext heißt es übrigens, to Platon est in to Pater est in u, rinskulaschu. Ja, jetzt alle hier entsetzt im Saal, nicht, wieso Genitiv, fragen Sie sich an dieser Stelle. Und da. Muss ich ganz ehrlich darauf antworten, ich weiß es nicht, das ist mir auch wurscht. Rindsgulaschu wird Ihnen bekannt vorkommen. Nicolae Rindsgulaschu, ehemaliger ZK-Sekretär der rumänischen KP 1956, führt zu weit jetzt. Humanismus, meine Damen und Herren. Hauptsache, man weiß was, was andere nicht wissen. Humanismus, ganz wichtig, immer dazu sagen, Humanismus bringt nichts. Völlig sinnlos, für die Würst hat nie was verändert. Humanismus, scheiß drauf. Ja. Ja. Der Vater von Heinrich Himmler war Mittelschullehrer für Altgriechisch. Ich finde, das war eine tolle Schlusspointe. Spüren Sie auch nichts? Was denn? Was soll ich denn spüren? Das ist ja komisch, Sie haben jetzt schon fast für über 600 Euro Uso auf Ihrem Deckel stehen. Na, aber ich versuche die ganze Zeit, mich betrunken zu fühlen, um das Elend da draußen mal ein bisschen zu vergessen. Aber da ist nichts. Haben wir uns schon so dran? Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, ach was. Wir gehen der Sache einfach auf den Grund. Wir kosten noch mal. Vielleicht hat uns unser Griechenimitat da ein Uso-Imitat untergejubelt, oder? Ja, jetzt muss ich sagen, schmeckt ein bisschen wie aufgelöste Hustenbonbons. Mit Wasser drumherum. Schuss Fencheltee. Kalispera, Kalispera. Malmsheimer. Ja, Entschuldigung. Was ist das? Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe Ihnen wohl die Flasche für die All-Inclusive-Touristen gebracht. Aber das ist ja furchtbar. Jetzt gehen die drei aufs Haus, aufs Europäische. Na, hoffentlich ist das jetzt mal ein anständiger Anfang, mein Lieber. Ja, nur 30, 60, 90, das mal 90 Euro. Jemand einen Deckel? Ja, Moment mal, bei allem Verständnis für die griechische Finanztragödie, das ist doch Beschiss. Schon der große griechische Philosoph Demis Rousseau sagte,
Die Griechen sind auch nicht korrupter als die anderen. Nicht? Weil die sind sogar wenigstens stolz drauf. Mal, können wir bitte mal ernsthaft darüber reden? In Deutschland ist immer alles so komplizierter. Hotels ist einzig Chaos. Wenige Mehrwertsteuer fürs Schlafen, viel Mehrwertsteuer für Essen. Ich meine 7% Mehrwertsteuer fürs Wasser im Badezimmer und 19% Mehrwertsteuer fürs Wasser beim Frühstück. Die lachen sich doch tot. Ja, natürlich lachen die. Weil die Griechen gar keine Steuern zahlen. Ja, bitte, Entschuldigung, aber Steuerhinterziehung ist nicht zum Lachen. Mal, geht das nicht in Ihre Birne, aha, Helene? Meine, die sind clever, das ist bei denen legal. Natürlich wird in Griechenland kein Hotel besteuert. Haben Sie schon mal ein griechisches Hotel gesehen? Die sind doch alle nicht fertig. Entweder kein Dach, keine Treppen oder kein Balkon. Ja, das ist mediterranes Dösen halt. Nein, das steht bei denen im Gesetz. Solange ein Haus nicht fertig gebaut ist, braucht man dafür keine Steuern zu bezahlen. Das machen die ganze Zeit so. Schauen Sie sich die Akropolis an. Diese Euro-Schänder sind doch nur der Anfang. Ja, und was für ein Anfang? Der Anfang vom Ende sind sie. Das europäische Haus, das auf schnödem Mammon erbaut ist, wird vor unseren Augen noch zerbröselt auf diese Art. Ja, so wird's kommen. Und? Schon der große Alexis Sauers hat gewusst, hast du je gesehen, dass etwas so schön zusammengekracht ist? Wollen wir noch einen nehmen? Nein, danke, wird mir zu teuer allmählich. Muss los, mein Metaxameter läuft. Also, Malmsheimer, ja. Darf ich das mal sagen? Hm. Also, Sie machen sich mit Ihren Alexis Sorbas-Sprüchen ein bisschen einfach. Ja. Gut essen, trinken, Serdaki zu Sonnenuntergang, das kann ja wohl nicht alles sein, was uns Griechenland von Sokrates bis Plato hinterlassen hat. Richtig. Gnoti Seoton. Gibt es davon auch eine Übersetzung? Erkenne dich selbst. Ja, das mache ich bei Gelegenheit. Ich wollte wissen, ob es eine Übersetzung davon gibt. Das ist die Übersetzung. Ach so. Und was soll mir das jetzt sagen? Ja. Sag mir, wer du isst, und ich sag dir, wer du bist. Ja, zum Beispiel auch. Vor allen Dingen aber, dass Essen, Trinken und Tanzen Leib und Seele zusammenhält. Und wer anderen Wein anbietet, sollte selbst kein Wasser im Becher haben. Also, jetzt mal im Zahnarzt. Was denn? Sie bleiben mir zu sehr an der Oberfläche, zu sehr beim Konsumgedanken. Sie lassen mich ja auch nicht ausreden. Ich wollte gerade der schöpferischen Kraft der Herstellung von Speisen das Hohelied singen. Oi, da sollten Sie es aber nicht übertreiben. Sonst wären Sie zur Kochsendung von Lanz versetzt. Was habe ich Ihnen getan? Was? Warum raschen Sie mich so? Was ist denn? Gehen Sie! Gehen Sie! Warte, retro! Was habe ich denn gesagt? Markus Lanz! Habe ich etwas Schlimmes gesagt? Ich bin der festen Auffassung, es ist ein Indiz, oder besser das Indiz für die Nicht-Überlebensfähigkeit der menschlichen Rasse, ist die Tatsache, dass es Leute gibt, und jetzt halten Sie sich fest, oder jemand anders, Zettel raus, Stifte, das ist ganz wichtig, sollen Sie auch mit nach Hause nehmen. Also, es gibt Leute, meine Frau hat es auch nicht glauben wollen, ich habe gesagt, schau doch hin, jetzt weiß ich es. Also, es gibt Leute, bitte unterbrechen Sie mich nicht ständig, sonst komme ich nie über die Stelle weg. Es gibt, bitte, 3 Minuten Aufmerksamkeit, gleich wird es schon wieder lustig. Es gibt Leute, jetzt kommt es, bitte, die Schwächeren stützen jetzt die Stärkeren. Es gibt Leute, Obacht, gleich kommt es, es gibt Leute, die sich beim Kochen filmen lassen. Jetzt sind Sie dran. Das muss man sich mal vorstellen. Was geht denn in denen vor? Geht denn in denen noch was vor? Ach, hören Sie doch auf jetzt. Das ist doch kein Grund zu applaudieren. Da muss man sich doch Sorgen machen. Sich beim Kochen filmen zu lassen, lasse ich mich beim Kacken abzeichnen oder was? Wie kommt denn auf so eine Idee? Das Fernsehkochen kam in den 70er Jahren über uns. Ähnlich wie der Ebola-Virus. Der kam aus Ostafrika, das Fernsehkochen kommt aus Mainz. Scheint aber die gleiche Ecke zu sein. Einer der berühmtesten Fernsehköche der Republik war der unglaubliche Max Inzinger. Der großartige Max Inzinger, der Inzinger-Max. Aber er hatte ein Problem. War ja Fernsehen und er hatte nur 1 Minute 30 Zeit. Und wenn Sie jemanden kennen, der schon mal gekocht hat, dann wissen Sie, dass in 1 Minute 30 noch nicht mal Wasserfieber bekommt. Richtig? Richtig. Also hat sich Max Inzinger den großartigen Satz einfallen lassen, ich habe hier bereits einiges für Sie vorbereitet. Und das stimmt auch. Der hatte 8 Warmhalteplatten, da waren 8 Gerichte drauf und er hatte 1 Minute 30 Zeit, die 8 Platten anzuwerfen. Ein begnadeter Aufwerber. Und er hatte immer, die Älteren werden sich erinnern, er hatte immer dieses Zick-Zick-Zillis dabei. Wir sind doch Zick-Zick-Zillis, das war so ein durchsichtiges Töpfchen und da rotierten so Messer, wenn man oben auf so einen Knopf hatte. Verstehen Sie? Da konnte man Zwiebeln mit klein hacken, damit die Finger nicht so nach stanken, nicht? Oder Bauschutt, was gerade in der Küche einfiel, rein. Und das Verkaufsargument war, werde ich nie vergessen, es ließ sich so einfach reinigen. Und das stimmt auch. Man musste es einfach reinigen. Dazu musste man es sehr kompliziert auseinanderbauen. Und dann stanken die Finger 14 Tage nach Zwiebeln. Aber eben nach und essen die 70er Jahre. Aber wenn Max Inzinger auch nur geahnt hätte, dass seine Bemühungen dermaleinst in Johannes B. Kerner oder Markus Lanz mündeten, dann hätte er sich entleibt oder wäre in die Mandschurei ausgewandert. Das macht doch keinen Appetit, diesen Kardinalhämatomen dabei zuzusehen, wie sie wehrlose Eier zerschlagen und Billy in Rotwein aus Blumenvasen trinken. Ich bitte Sie. Und, das ist ganz wichtig, das werden Sie nicht wissen. Deswegen ist der Onkel gekommen, es Ihnen zu erklären.